Ja, hallo liebe Campingfreunde. Nach nur 12 Kilometer Fahrt habe ich jetzt hier einen wieder schönen Campingplatz in einem alten Kiefernwald gefunden, in der Nähe von Premantura, um dann mal mit dem Fahrrad das Kap Kamenjak zu erkunden. Ja, das ist hier der Areda Campingplatz Stupice. Mit unheimlich vielen Stellplätzen, aber kaum, dass man da irgendwie das Wohnmobil gerade hinstellen kann. Aber nichtsdestotrotz habe ich einen schönen Platz gefunden unter Bäumen. Ja, hallo liebe Campingfreunde. Also, das Fahrrad ist gepackt, Fläschchen Wasser, Badesachen, naja, und die ganze Technik, um da ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Denn heute geht's zum Kap Kamenjak. Ja, ich bin jetzt schon ein ganzes Stück auf dieser ollen Schotterstraße gefahren, also für mein Cityrad, und ohne Elektroantrieb ist das nicht so sehr angenehm. Also zu dünne Reifen, Berg rauf, Berg runter, naja, richtig Spaß macht das nicht. Ich hoffe, wir sind bald an der Beachbar und können uns dann mal ein Bierchen gönnen. Ja, jetzt sitze ich hier in der Safari-Bar, hab's endlich geschafft. Bisschen in Schwitzen gekommen, teilweise geschoben, aber jetzt gibt's hier erstmal ein Bier.
Ja, hallo liebe Campingfreunde. Endlich bin ich wieder am Wohnmobil angekommen. Waren zwar nur 4 Kilometer, aber eine scheiß Schotterstrecke und nichts mit den dünnen Reifen. Also wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir ein Quad gemietet. Ja, ich empfehle euch auf jeden Fall mindestens ein Mountainbike mit Elektroantrieb. Okay, alles klar.